Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2 Lost Age. Im letzten Part, ja, haben wir die Tiere schön die Gefallen getan. Und, ja, haben... Was haben wir bekommen? Einen Djinn haben wir bekommen, von dem ich sehr begeistert bin. Da. Geleit. Eine mächtige Teamattacke, die möchte ich auch irgendwie mal sehen. Dann haben wir vom Schmied diese komische Rüstung hier abgeholt, die alle elementaren Kräfte erhöht, die Planetenrüstung. Und ja, so ein Stab zum Schmieden und diese komischen Stiefel, die die Geschwindigkeit sehr, sehr senken. So, jetzt ist die Frage, war das hier? Hier sind auch nur so viele Kisten und Truhen. Nein, Felix, du zeigst uns jetzt mal die Teamattacke. Geleit. Und? Mit einem Zweier-Team. Okay, ich dachte jetzt irgendwie so alle, aber okay. Aber zu zweit halt auch ein. Geht klar. Also sowas wie ein Doppelschlag. Okay. Du musst dich jetzt wieder verbinden. Jo, keine Ahnung, wo es lang geht. Oh mein Gott. Viel zu viele Wege. War das jetzt hier überhaupt mit dem Versand? Ich weiß das noch nicht mal. Oh Gott, wie viele Wege gibt es hier noch? Ich habe da eben Sand gesehen. Es war hier mit Versanden, oh mein Gott. Puh. Wenn, dann hätte ich mich echt nochmal dumm und dusselig suchen müssen, wo das jetzt war. Ach Gott, warum gehst du wieder raus? Verbrauchst nur unnötig PP, Alter. Thanatos-Keule? Oder habe ich richtig gelesen? Thanatos-Keule. Details. Jo. Stäbelkeulen, mein Gott. Welche Waffe hast du denn jetzt eigentlich dabei? Gebrochenes Herz entfesselt das? What? Dämonenkeule hast du jetzt gehabt. Auge des Bösen. Ah, gebrochenes Herz hört sich mies an. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Gott, hier gibt es viel zu viele... What the hell? What the hell? Nicht, dass da jetzt vorher was drin... Nee, jetzt kommen wir dahin. Nicht, dass da vor unten vorher was drin war, was ich hätte vorher holen müssen. Das ist scheiße, wenn man sowas nicht weiß. Weil da denkt man es immer, obwohl es nicht so ist. Keine Ahnung, ob ihr es kennt. Und versteht, was ich meine, aber nicht da. So, an die Truhe bin ich gekommen. Okay, nur für die Truhe sind wir jetzt hier. Oh Gott. Wie viele Wege soll es denn bitte geben? So. Alter, Felix, über 500 KP, ey. What the hell? Kann man jetzt hier rüber? Ja, man kann hier rüber. So, was ist hier? Ah, okay. Nur für diese Truhe. In der ein Kraftbrot ist, was auf jeden Fall Felix bekommen wird. Nee, KP-Maximum. Das bekommt kein Felix, weil Felix hat genug. Cosmo. Ich dachte jetzt, das wäre, weil es Kraftbrot heißt, Attacke, aber das war ja was anderes. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber es war was anderes. Gut. Okay, warum geht's jetzt noch nach links? Level 31 für was weiß ich wen, oh mein Gott. Aber 8 KP, ich glaube für Felix, ne? Oh ja. Ich lese da schon gar nicht mehr alles. Oh Gott, ich drück nur noch, halt nur noch B gedrückt. Und Speed, das sollte ich unterlassen. Irgendwie. Aber hey, die Stats, wer hat sich davon dafür schon interessiert, wie sie sind? Eigentlich interessiere ich mich ja immer, wie viel das steigt, aber... Ich speede so oft vor... Ach, weißt du was, nehmen wir Geistesleser mal raus. Hier geht's auf jeden Fall durch, in den anderen beiden nicht.
Aber ich werde es trotzdem öffnen. Priesterrobe. Das klingt schon mal für Jennern was. Ja, und für Cosma. Er stellt KP wieder her. Das steigt um 3 nur. Und das hier steigt um wesentlich mehr. Geben für Ninja-Klinge. Okay. Du gibst welches Gewand auch immer du gerade hattest. Silberweste? Yo. Geben. Gott, noch schlecht. What the fuck, hast du eine schlechte Verteidigung? Naja. Ninja-Klinge. Ich frage mich gerade nur, woher ich die habe. So, und hier ist auch nichts. Okay. Das bringt einem gar nichts. Oh, okay. Wir müssen erstmal wieder von woanders kommen. Ja, dann gehen wir mal da kurz hin. Odyssee, Tonspitze, Mutter Erde, Odyssee. Strahl. Blitzstrahl, because of Strahl im Namen. Und einfach mal Gletscher, weil es Gletscher. Nice. Aber hier gibt es ordentlich Erfahrungspunkte, finde ich. Ja, versanden. So. Immer diese Sprünge und immer dieses Hin und Her. Moment. Moment, sind wir von hier gekommen? Das war ohne Scheiß. Ja, what? Bin ich gerade den ganzen Weg... Okay. Falsch abgebogen irgendwo? Oder habe ich gerade was übersehen? Ich habe mich schon verwundert, warum müssen wir hier wieder versanden? Also, okay. Dann gehen wir... Nee, Moment. Da gibt es keinen anderen Weg. Ich dachte nämlich gerade kurz, wir sind von hier gekommen. Okay. Ach Gott. Muss man direkt auf dem Sand stehen. Ich habe mich nämlich gefragt... Jetzt... Flieger nerv nicht. Ja, wie soll man da hoch? Okay. Oder geht man da von hier aus? Warum auch immer dir das Mittelkopf-Dingsbums-Teil fehlt. Sonst würden wir hier ja nicht durchkommen. Oh Gott. Hat mich gerade schon erschreckt ein bisschen. Was weiß ich, wie viele Wege. Obwohl wir jetzt nur noch einen davon gehen können. Du machst jetzt mal Polaris. Weil der Große nicht sterben wird davon. Und wir eine starke Attacke brauchen. Man muss von da oben kommen, damit man hier... Moment mal. Nein. Hä? Hä? Das bringt mir hier gar nichts hier zu sein. What? Okay. Man kann hier nämlich nicht versanden. Okay. Dann... Wo auch immer wir jetzt hin sollen. Ich hab keinen Plan. Gab's hier eigentlich noch einen anderen Weg, oder kommen wir jetzt direkt wieder bei diesem Kopf raus? Wir kommen direkt wieder beim Kopf raus. Was soll die Kacke? Irgendwas übersehe ich doch wieder. Irgendetwas. Gebrochenes Herz, what the fuck? Wie sieht das denn bitte aus? Kommt wieder so eine Beschwörung. Sind wir bei Shaman King oder was? Egal. Diese Klinge von... Wer auch immer die Klinge jetzt eigentlich hat. Ich glaube Aaron war das. Nein, 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 falsch. Entweder. Hier sehe ich hier irgendwas. Hä? Welche Wege gibt es denn hier bitte noch?
Von hier kann ich wirklich an nichts oder vergesse ich gerade wieder irgendeine Psy-Energie, die ich habe. Mal gucken. Ne, 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 eine restliche Wand habe ich auch nicht gesehen. Nö. Nö. Ich habe keinen Plan. Ha. Oder kann man hier irgendwo rein? Ich glaube eher nicht. Gucken wir uns hier überall noch einmal kurz um. Vielleicht hat man hier ja irgendwas übersehen. Gebrochenes Herz. Ja. Ja, auf jeden Fall kann ich hier versanden. Schön, dass ich das jetzt voll vergessen habe. Ja, und schon ist die Sache gegessen. Gott, so viele Wege. Gehen wir einfach mal hier rein. Oh, really? Hier muss ich irgendwann mal wieder hin. Okay. Geht klar. Na, what the hell? Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, dass diese Attacke manchmal so eine Wahrscheinlichkeit hat, so viel Leben abzuziehen, bis der Gegner noch einen hat. Aber könnte auch nur mein Kopf sein. So, jetzt kann ich gleich nochmal dahin. Oh mein Gott. Ja, aber erstmal. What? What? Hab's richtig verstanden? Geht immer hoch und wir müssen nur... Ja, nur auf den Knopf, okay. Geht klar. Wo auch immer du mich hinführst. Ich habe mich schon gewundert, warum. Passiert ja eigentlich nichts. Oh, gebrochen. Was? Felix hat verfehlt? Ist ja genauso wie mit Isaac. Null Genauigkeit hier. Hier geht's runter. Ich will hier irgendwie nicht runter. Ah, okay. Ich will hier runter. Aber muss ich jetzt erstmal wieder nach oben laufen. Moment, es gibt noch eine andere Seite. Ach, nö. Cool. Hab ich? Nein, ich habe kein Wirbelwind mehr auf Kürze. Mein Gott. What? Ich war gerade verwirrt. Irgendwie wollte das Enthüllen gerade weggehen. Und gleichzeitig kam ein Kampf. Oh Gott, ich darf hier wirklich was verschieben. Okay. Nur damit ich dann zur anderen Seite durch kann. Hui. Ich bin nur hier, um zu sehen, dass hier eine Kiste ist, an die ich nicht rankomme. Nett Spiel. Nett, wirklich. Okay, das heißt, wir müssen da hoch. Ich darf nur nicht vergessen, dass da jetzt noch eine Kiste war. Das darf ich wirklich nicht vergessen. Ich kann hier auch noch nicht hin. What? Wollt ihr mich alle irgendwie verarschen? Okay. Geht klar. Ich kann nirgendwo hin. Wieder. Oder habe ich jetzt irgendetwas übersehen? 31, Pyromane. Das bedeutet für Jenna. KP um 7, PP um 2, Attack um 4, Verteidigung um 1, Geschwindigkeit um 4. Ha. Es muss doch noch eine linke Seite irgendwie geben. Gab es noch irgendwo so Sachen, wo ich Versanden einsetzen könnte, wie hier? Ich glaube nicht. Gehen wir die ganze Sache einfach nochmal auf den Grund. Hier war das, ne? Ja. Nice, nice. Was drin? Hier ein Fläschchen. Dafür bin ich zurückgegangen. Mein Gott. Okay. Doch, hier geht's noch weiter. Doch, noch weiter. Okay, ich dachte nämlich, da wäre ein Abgrund und so weiter. Wie schön, dass hier noch eine Truhe war, damit ich da hingehe. Ja, ja, sieht... Kiste. Wieder so viel Münzen wie ein Jahr. Really? Ich dachte, hier geht's jetzt weiter. Aber nein, wir kriegen nur 385 Münzen. Ist ja nicht so, als ob wir schon genug Münzen haben. Ich meine, wie viel haben wir? 90.000, da hätte man noch die Möglichkeit gehabt, das Geld vom ersten Teil zu importieren, glaube ich.
viel zu viel. So, hier musst du mal Verschieber einsetzen. Hier gibt's gerade gar nichts mehr. Ja. Gute Frage. Ich hoffe, wir werden bald fertig. So. Dich Knopf muss ich gar nicht mehr machen. Einfach nur noch reingehen. Hier ist nichts. Und hier sind wir jetzt schon beim Runterfallen, ne? Ja. Okay. Dann jetzt mal gucken, ob ich hinter dieser Tür wirklich nichts mehr machen kann. So, hier geht's nicht nach rechts. Hier muss man Verschieber einsetzen, damit man weiterkommt. Aber auch von hier geht's nicht. Muss man schon von der anderen Seite machen. Das heißt, ich muss da irgendwie in den anderen Flügel kommen. Jo, hier kann ich nicht rüber. Und hier kann ich versanden wie blöd. Hier muss ich auch erstmal in den anderen Flügel. Nur wie komme ich da hin? Ich meine, hier würden wir hinkommen, aber müssen wir auch erstmal da oben rauf. Oh, beziehungsweise vom anderen Flügel kommen. Oh Mann. Weil hier können wir nirgendwo was machen. Gehst du da jetzt verdammt nochmal hoch? Danke. Da habe ich jetzt doch noch irgendwas übersehen. Und zwar in diesem Abschnitt hier. Da waren wir noch nicht mal zur Zweitkontrolle drin. Ich darf nur nicht vergessen, wie lang der Part ist. In Dungeon vergesse ich gerne die Zeit. Und ja, 17 Minuten. Ich würde sagen, wir gucken hier im nächsten Part weiter diesen Flügel hier nochmal ab. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.